Die sozialdemokratische Landtagsfraktion wird am Mittwoch, den 2. Dezember, dem Finanzausschuss ihre Vorschläge für das Budget 2010 unterbreiten. Dabei zeigt dieser Budgetvorschlag, dass die von der SPÖ eingebrachten, vorwiegend sozialen Anliegen durchaus finanzierbar wären. Haupteinnahmequelle ist dabei die lange geforderte Einführung einer Vermögensbesteuerung. Wir haben uns bemüht, sowohl Einnahmenvorschläge als auch Ausgabenvorschläge zu unterbreiten. Wir haben insgesamt wesentlich mehr Einnahmenvorschläge. Die Einführung einer Vermögensbesteuerung, einer Vermögenszuwachssteuer und einer Finanztransaktionssteuer würde dem Land Vorarlberg Mehreinnahmen von mindestens 50 Millionen Euro bringen. Das wird eher noch höher. Haben also nur mal die Vermögensbesteuerung angesetzt. Diese 50 Millionen Euro Mehreinnahmen decken locker alle zusätzlichen SPÖ-Forderungen ab. Im Gegenteil, wir haben alle Vorschläge, die wir unterbreitet haben, machen gesamt so rund 26 Millionen Euro aus. Das heißt, es bleibt ein Überschuss von 24 Millionen Euro an Mehreinnahmen, was doch ein wesentlicher Unterschied zu den vergangenen Jahren ist. Mir ist ganz wichtig, dass wir uns konzentriert haben auf drei Bereiche. Ein Bereich 15 Millionen Euro für die Vorarlberger Gemeinden, denen es einfach finanziell immer schlechter geht. Rund 7 Millionen Euro im Gesamtpaket für die Kinderbetreuung in Vorarlberg, damit diese endlich kostenfrei wird. Und 4 Millionen Euro für Schülerbetreuung, Schulstartgeld, dass auch das kostenfrei gestellt wird, weil wir der Meinung sind, dass sowohl Kinder- als auch Schülerbetreuung eine Sache ist, die von der öffentlichen Hand übernommen werden soll. Gleichzeitig gibt es noch einige andere Vorschläge, die im Detail dann im Pressepapier ersichtlich sind. Uns freut es, dass es uns gelungen ist, ein Paket zu schnüren, das sowohl auf der Einnahmenseite als auch auf der Ausgabenseite fürs Land ein sehr vernünftiges ist.